Hallo Leute und herzlich willkommen zu Vidicados Flohmarkt Teil 3. Ich bin euer Vidicado und heute gibt es ein PlayStation 3 Spiel. Welches genau erfahrt ihr gleich? Zunächst einmal blende ich die Namen deren ein, die vom letzten Flohmarkt etwas bekommen. Bitte meldet euch innerhalb 7 Tagen, das heißt bis nächste Woche Dienstag, per YouTube Privatnachricht bei mir. Wenn ihr nicht wisst, wie man eine Privatnachricht schreibt, dann schreibt einen Kommentar unter diesem Video hier und ich werde auf das Kommentar antworten und euch vielleicht eine E-Mail-Adresse oder eine andere Möglichkeit geben, sich bei mir zu melden. Und dann, was ihr mir schreiben müsst, ist eine Adresse in Deutschland, wo ich das Spiel, die DVD, hinschicken kann. Und dann geht die DVD gleich am nächsten Tag raus zur Post und wird, oder das Spiel, und kommt zu euch nach Hause oder zu jemand anders, wenn ihr das Spiel verschenken wollt und mir eine andere Adresse halt sozusagen gibt. Aber das wäre eine komische Überraschung, wenn die von Vidicados World was bekommen. Jedenfalls, ja, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Flohmarkt, dem PlayStation 3 Spiel. Ist eine größere Packung, da es sich hier um ein größeres Spiel handelt. Und zwar beinhaltet dieses Spiel, es nennt sich The Eye of Judgment. Kennt ihr Yu-Gi-Oh!, das Kartenspiel, beziehungsweise die Fernsehserie? So ähnlich funktioniert das Spiel. Und zwar hat man eine Map, wo man die Karten sozusagen hinlegt und dann erscheinen sozusagen 3D-mäßig die Monster, die man da hinlegt. Ist eine coole Sache eigentlich, wenn man solche Spiele mag. So, dazu gibt es ein ganz großes Set an Karten. Ich habe nicht nur das Starter-Pack-Set da drin, sondern auch drei Packungen Spiele nachgekauft, den Feuerkrieger und den hölzernen Schwarm. Was das genau bedeutet, ihr kennt ja so Kartensets, die eine Art beinhalten, zum Beispiel Feuer, Holz, Eis etc. Und so ist es ungefähr auch. Ob man noch Spielkarten nachkaufen kann irgendwo, das weiß ich leider nicht. Aber gebraucht gibt es das wahrscheinlich auch auf eBay. So, das ist der ganze Pack hier. Den gibt es dazu. Dann gibt es natürlich die Map, also wo man die Karten dann drauflegt. Ihr müsst es allerdings bügeln, weil es ein bisschen faltig geworden ist. Aber ist nicht verdreckt oder sonst was. Ist total sauber. Und da ist auch... Ja. Gut, das ist sozusagen die Map, darauf werden dann die Karten gelegt und über der Map ist dann hier das ist die Kamera, wie heißt die Kamera eigentlich nochmal, PlayStation Eye Kamera, die guckt sozusagen so nach unten ungefähr so und da ist noch ein ganzes Stativ, das man dann so zusammenbauen kann, ist alles hier drin und dann guckt die Kamera sozusagen aufs Spielfeld und erkennt anhand irgendetwas, welche Karte ihr hingelegt habt. Und dann bildet er sozusagen das Monster in 3D auf dem Bildschirm. Ja, das ist das komplette Paket für heute. Wenn ihr es haben wollt, dann schreibt einen Kommentar unter diesem Video. Schreibt, was ihr wollt. Und ob wir das, oder einfach nur schreiben, dass ihr das haben wollt. Dann entscheide ich, ob es eine Verlosung gibt, ob das schönste Kommentar gewinnt oder egal, also gewinnen nicht, aber ob ich mir das schönste Kommentar aussuche oder was auch immer. Das müsst ihr mir überlassen. Bevor ihr aber mitmacht, schaut in die Beschreibung. Da sind ein paar Regeln aufgestellt. Wenn ihr mit diesen Regeln einverstanden seid, dann dürft ihr hier auf jeden Fall mitmachen. Und ich freue mich schon, an jemanden von euch dieses Spielepaket zu schicken. Nicht wundern über die Verpackung. Als ich das aufgemacht habe, habe ich die ein bisschen aufgerissen damals. Aber ich werde die Verpackung trotzdem so mitgeben. Also ich werde ein neues Paket reingeben, aber die Verpackung bleibt so und deswegen nicht wundern, dass sie ein bisschen zerrissen ist. So, gut. Damit auch andere eine Chance haben, die mich noch nicht kennen, hier mitzumachen, wäre es nett von euch, wenn ihr das Video einfach teilt, liked oder favorisiert. Ich weiß nicht, was am besten ist. Oder an Bekannten weitergibt, WhatsApp, keine Ahnung, wie man das alles macht, so. Ansonsten, wir sehen uns dann im nächsten Video und ich freue mich wieder, wenn es heißt Vidicados Flohmarkt Teil so und so. Macht's gut, bis dahin, euer
wie die Kado. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Falls nicht, werde ich es merken. Aber ich will jetzt das Video endlich mal für euch hochladen. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye.